Was siehst du, Sadiq? Das könnte Beshi sein, der da seine Männer anheizt. Wir stehen Seite an Seite. Und sollte einer fallen, dann hilft sein Nebenmann ihm auf. Wir wurden niedergetreten, gespalten. Und doch sind wir noch hier. Und solange wir Atem schöpfen, wird dieser Kampf weitergehen. Also wetzt eure Klingen. Betet zu Allah um seine Führung. Denn heute sehe ich einen großen Sieg am Horizont. Bist du Beshi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Basim. Nun denn, Basim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser? Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür? Willst du aufbrechen, Ali zu suchen? Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen. Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine, leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Zeige mir alles. Hier ist ein Mörder! Ich suche einen Anführer!
bist du? Gehe in Frieden. Was war das? Warte! Was geht da vor? Ein Moment! Was hat das zu bedeuten? Ach du meine Güte, wird ganz anders. Mit dir. So ist es. Hörst du? Ja, schöner Treffer. Wie langsam. Erbärmlich. Du wirst gleiten. Ja, schöner Treffer.
Geh zum Anleger. Finde Beshi. Ruf die Wachen! Lasst ihn nicht entwischen! Seht mal, da ist er! Wachen! Er ist hier! Ich muss ihn loswerden. Hey, der wird doch gesucht! Wachen, hier rüber! Getötet. Nein, 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 nein! Allah gibt mir Kraft! Ha!
Hab dich! Vielen Dank für dich. Yeah.
Entfernung die Hälfte meiner Zehen weggebrannt. Hey! Hä? Ja. Nicht wieder. Was? Du bist tot! Hilfe! Hilft mir denn niemand? Das war der Letzte. Nun zurück zu den anderen. Basim, du tollkühner Hund. Ich leiste nur meinen Beitrag. Zusammen werden wir das Leid dieser Stadt beenden. El-Hul ist es, den du finden musst. Der Mann, von dem man nur hört, aber den man nie sieht. Was weißt du über ihn zu sagen? Er lässt Feinde des Kalifats in der Wüste graben. Gefangene, Aufständische, Arbeiter. Wonach er sucht, vermag ich nicht zu sagen. Diese Männer wurden vor Wochen mit Ali gefangen genommen. Dazu bestimmt, im Sand zu sterben. Ali nicht. Er kam woanders hin. Sie haben uns markiert und getrennt. Er war in einer anderen Gruppe. Sie wollten ihn befragen. Über dich. Und deine Freunde. Kannst du mir seine Markierung zeigen? Was hast du im Sinn? Ali und Nur kamen El-Hul nah genug, dass er es bemerkte. Wenn wir Ali finden, kann er uns zu El-Hul führen. Das ist ein Weg. Es könnte einen anderen geben. Ich gehe dorthin, wo diese Männer graben sollten, und gebe mich als Gefangener aus. Bist du wahnsinnig? Nein, nur stur. Hier, nimm das. Was fange ich damit an? Das ist eine Chitmatun-Münze. Jene, die ihren Wert verstehen, werden alles in ihrer Macht tun, um zu helfen. Diese Männer werden sich bei der Wassermühle am nördlichen Stadtrand sammeln. Ein Stützpunkt der Rebellen. Du bist dort willkommen. Allah schenke dir Erfolg. Möge Allah dich segnen.
Meine Suche nach Ali geht weiter. In Shari könnte ich Hinweise zu seinem Verbleib finden. Die suchen also nach mir. Sei meine Augen, Hido. Einen Augenblick. Darwish! Asim, Azizi, ich dachte, du wärst tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Verzeih mir, das ist alles zu viel.
Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann, aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe, aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khurasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm mich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht sich. Das Gesetz muss befolgt werden. Wachen, bestraft ihn! Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Alarm! Holt die Wache! Das ist der Gesetzlose!
Kleidung. Überlasst eure Waren nicht Schimmel und Verwesung. Bürger, angesichts neuer Anschuldigungen der Bestechlichkeit, die gegenüber gewissen Kadis erhoben wurden, möchte der Kalif daran erinnern, dass jedwedes Problem mit der Rechtsprechung im Kalifat dem Masalim-Gericht vorzutragen ist, wo solche Beschwerden aufgenommen und behandelt werden. Das ist der Außenposten, zu dem Ali gebracht wurde. Los. Das kommt mir bekannt vor. Werden du und der Schreiber je miteinander auskommen? Unwahrscheinlich. Der Mann glaubt, wegen seines Ranges könne er sich alles erlauben. Kommt er mir nochmal in die Quere, töte ich ihn eigenhändig. Und wer schreibt dann die Namen der Gefangenen auf? Du? Du kannst nicht mal deine Armschienen festbinden, geschweige denn schreiben. Wenn wir dadurch sein Geschwafel loswerden, lerne ich es mit Freuden. Vielleicht verrückte Onkeln, über die deine Eltern nicht gerne reden. Hä? Ja? Hilfe! Oh, hilf mir doch jemand! So hilf mir noch jemand! Hey, was? Stirb! Augenblick. Das dauert nicht lang.
Dein Schicksal ist besiegelt. Das sieht nach dem Heim eines Schreibers aus. Der sieht wie ein Schreiber aus. Moment! Ja. Den nehme ich in Verwahrung. Gefängnisliste. Jeweils mit unterschiedlichen Zeichen. Mach keinen Aufstand. Lass es einfach. Ich hab den Helfer. Ich kann nicht glauben, was ihm war. Schön, dich zu sehen. Sei gegrüßt. Was gibt es heute bei dir? Bitte, sieh dich um. Sehr nützliches Werkzeug.
Ein gutes Geschäft. Flickzeug für deine Ausrüstung. Immer von Nutzen. Ist das dann alles? Ich muss gehen. Gute Reise. Die Griechen sind gerissen. Die Feuerschleuder, die Karl erwähnt hat, die gibt es wirklich. Hat mir aus. Gulat und Roshan wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. Beruhige dich. An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Orden ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Hul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beschis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashq gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Das Gefängnis am Beb Dimashq ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz Ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann.
ein Quell der Ideen, wie immer. Danke, Abu Jafar. Fulat ging vor. Um einen Weg ins Gefängnis am Beb Dimashq zu finden. Ich sollte ihn suchen. Doch zuvor könnte es hilfreich sein, diesem Schmied einen Besuch abzustatten. Jede Verbesserung könnte sich als nützlich erweisen.